Neues Video, neues Thema. Heute begrüße ich wieder David an meiner Seite. Einen wundervollen. Wundervollen guten Tag. Wir sprechen darüber, warum 97% aller Traderinnen und Trader wahrscheinlich im ersten Jahr, spätestens aber nach 5 Jahren an der Börse scheitern. Ich würde direkt mal mit dem Thema Erwartungshaltung reinsteigen wollen, weil ich glaube, das ist tatsächlich das, was die meisten Leute da draußen zum Scheitern bewegt oder zum zu frühen Aufgeben, was dann im Umkehrschluss zum Scheitern führt. Einfach aus dem Grund, weil gerade in der heutigen Welt von Social Media wird hier immer alles so leicht suggeriert. Du siehst Leute, die sind gerade mal seit einem Jahr oder irgendwie seit ein paar Monaten, ein paar Wochen teilweise irgendwie im Trading und plötzlich blenden sie dich mit Ergebnissen, die sie vielleicht einmal an einem Tag gemacht haben oder vielleicht ist es auch nur ein Demokonto, keine bösen Absichten oder sonstiges, aber du wirst da draußen halt einfach geblendet. Das heißt, du kommst dann in diese sehr, sehr schwierige Branche rein, in ein Haifischbecken rein, denkst aber, boah, das wird easy peasy und alle Menschen sind halt einfach nur zu dumm, um das zu erkennen, aber ich werde jetzt derjenige sein, der in einen Milliarden Potenzialbranche einsteigt und nach 3 Wochen der Hero bin. It's not gonna happen. Und das Ding ist dann folgendes, wann immer wir eine Erwartung an eine bestimmte Thematik oder was auch immer mitbringen und diese nicht getroffen wird, fallen wir halt alle in ein Tief. Sagen wir einfach mal, oder um es mal richtig offensichtlich in einem Beispiel zu machen, du hast einen Partner, du erwartest natürlich, dass dieser treu ist und dieser betrügt dich. Was passiert mit dir? Du hast eine komplett andere Erwartung, das ist jetzt ein Extrembeispiel und du verfällst halt in ein richtig großes Tief. Genauso wird es im Trading sein. Du startest, du hast das Gefühl, ah ja, der, wer auch immer, hat es jetzt in 3 Wochen geschafft, durch Network Marketing zum Beispiel, mit dem Ausbildungsprogramm richtig geile Gewinne zu erzielen und ist jetzt Vollzeit-Trader, ich werde das Ganze auch schaffen. Du startest, du merkst, wow, was eine Informationsflut. Es ist ja gar nicht so einfach. Du machst deine ersten Trades, verlierst Geld und denkst, alles klar, für mich ist das nichts. Und das ist halt der Grund, warum die meisten Leute einfach direkt von Anfang an auf die Schnauze fliegen und dann auch enttäuscht sind, weil, wenn ich dir sage, es ist hart und du startest, obwohl ich dir gesagt habe, das ist unfassbar schwer, wahrscheinlich der schwerste Weg, du startest dann trotzdem, dann ist deine Wahrscheinlichkeit, dass du durchziehst, viel, viel höher, weil du kannst gar nicht so schnell enttäuscht werden. Du bist ja von Anfang an schon als Löwe reingegangen und sagst, ich nehme das auseinander, ich weiß, das ist hart, aber ich packe das. Das ist eine ganz, ganz andere Voraussetzung, als wie wenn du reinkommst und sagst, ja, das wird voll easy und dann merkst du, boah, ist doch ein bisschen hart, ach nee, dann lassen wir mal lieber sein. Und das ist halt so für mich persönlich, die Erfahrung hat es einfach gezeigt, auch mit unseren Studenten, weil die halt nicht von uns, sondern von draußen geblendet worden sind, von der gesamten Branche, die dir immer als einfach verkauft wird, geblendet sind und dann im Endeffekt einfach sagen, ja, komm, funktioniert nicht, ich bin raus. Und das ist so der erste Punkt, der mir auf dem Herzen lag. Gerne du mit dem zweiten. Geil. Zweiter Punkt ist, was ich denken würde, logischer Menschenverstand wird dich im Trading niemals voranbringen. Weil wirklich niemals. Du kannst nicht das machen, was alle machen und andere Ergebnisse erwarten. Das funktioniert nicht. Und dementsprechend, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, von 10 Menschen, du wirst Menschen haben, die sind ein bisschen unterbelichtet. Du wirst Menschen haben, die sind super intelligent und erkennen Zusammenhänge super schnell. Und was weiß ich nicht alles. Ich würde trotzdem sagen, so von unserer Gesellschaft, vielleicht so in Deutschland, 60-70% aller Menschen haben einen logischen Menschenverstand. Wenn die sagen, pass auf, wenn ich jetzt den Herd anmache, dann ist es ein paar Minuten heiß und da sollte ich nicht darauf fassen. Solche Dinge. Was bedeutet, wenn du mit dieser Logik, mit dieser Schleue an die Märkte gehst und halt sagst, ich mache jetzt das, was sich logisch oder normal, was sich gewohnt anfühlt, wirst du das machen, was alle machen. Dir muss ein Fakt bewusst sein, Börse heißt Umverteilung und es geht von schwachen Händen in die starken Hände. Und wenn 80%, 90%, 97% aller Trader an der Börse scheitern, sei dir gewiss, in diesen 97% ist der Großteil genauso eingestellt wie du. Der Großteil hat auch eine normale Schleue, hat auch einen normalen Intelligenzquotient beziehungsweise hat einen logischen Menschenverstand. Und wenn ihr Verhalten und ihre Gedanken dazu führen würden, dass sie erfolgreich traden würden, dann würden sie ja nicht zu den 97% gehören. Das heißt also, dir muss bewusst sein, dass du mit dem, was die Gesellschaft aus dir macht oder was du als Kleid an Gedanken oder Glaubenssätzen mitbringst, dieser logische Menschenverstand führt an der Börse nicht zu Erfolg. Punkt. Geil. Und man muss eine Sache ganz klar festhalten, niemand
wird auf dieser Welt geboren als Trader. Ja. Ja? Gerade nicht als Trader. Wie du schon richtig gesagt hast, das ist etwas komplett Menschenuntypisches und du bist erstmal eine Person X, eine ganz normale Person, würde ich jetzt sagen, durchschnittliche Person oder auch unterdurchschnittliche, spielt überhaupt gar keine Rolle. Du bist eine ganz normale Person, du startest im Endeffekt und du bist nicht bereit, die Person zu werden, die du werden musst, um im Endeffekt dorthin zu kommen. Das heißt, jeder startet ganz normal. Du musst dich in diesem Prozess verlieben, du musst in diesem Prozess wachsen und du brauchst verdammt nochmal dieses Durchhaltevermögen. Denn ich würde sogar fast meine Aussage von vorhin zurücknehmen. Klar, durch die Erwartungshaltung wird das im Endeffekt hervorgerufen, aber die meisten Leute geben dem Prozess nicht genug Zeit. Ja. Sie kommen mit der, wie ich schon sagte, Erwartungshaltung, dass es einfach ist, aber wenn man das Ganze mal vergleicht, alles, was einfach ist, wird dir ein durchschnittliches Leben oder unterdurchschnittliches Leben ermöglichen. Jetzt kommen wir in eine Branche, die dir alles ermöglichen kann. Wie können wir hergehen? Ich habe damals Einzelhandelskaufmann gelernt. Wie kann man hingehen und sagen, ja, für den Einzelhandelskaufmann, dass ich im Saturn mit meinem Hemd stehe, vor dem TV und sage, ja, das ist der TV, bitte kauf den, nimm den mit und ein paar Informationen dazu verteile. Und dafür brauche ich 3 Jahre, um am Ende 1.500, 1.600 Euro zu verdienen. Aber dann komme ich zum Trading und sage, ja, das muss in 3 Wochen funktionieren. Natürlich nicht. Das dauert, weil es vielversprechender ist, auch nicht nur 3 Jahre. Aber die meisten Leute wollen, dass es innerhalb von kurzer Zeit passiert, denn es ist ja ein Outcome, der nicht gewiss ist in dem Sinne. Ich kann dir aber eine Sache sagen, der Outcome ist gewiss, denn wenn du aufgibst, dann wirst du auf jeden Fall Geld verloren haben. Das Geld ist aber niemals verloren, bis du nicht aufgegeben hast. Das heißt, es ist in dem Falle erstmal so, dass du dein Geld erstmal vielleicht zum Dominik oder zu mir gegeben hast, in Anführungsstrichen durch die Umverteilung an der Börse, dann aber irgendwann holen wir uns gemeinsam das Geld von den Leuten, die vielleicht gerade erst gestartet sind oder in den ersten 5 Jahren schon aufgegeben haben. Das heißt, ganz wichtig, Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen ist extrem, extrem, extrem wichtig, denn die meisten Leute scheitern, weil sie zu früh aufgeben. Ja? Wenn du dem Prozess jahrelang Zeit gibst, ja? Wenn du wirklich hergehst und von Anfang an sagst, ich starte heute wie ein Löwe, wie ein König, wie eine Königin, starte ich heute und egal was passiert, ich mache das Ganze mal für 5 Jahre mit Vollgas, ja? Dann wirst du die Person automatisch werden, die es braucht, um an den Märkten erfolgreich zu werden, weil wir brauchen extrem viel Erfahrung. Das Ding bei den meisten Leuten ist, wenn sie nach einem Jahr aufgeben, konnten sie nicht diese Erfahrung sammeln, konnten nicht die Person werden, die sie werden müssen, die Erfahrung, die sie brauchen. Und genau deswegen auf gar keinen Fall aufgeben und erst recht nicht. Wer innerhalb von 3 Jahren aufgibt, sorry, aber meiner Meinung nach komplett lost, fast schon an IQ von 3 angrenzend. Einfach aus dem Grund, für deine Ausbildung, egal wo, medizinische Fachangestellte oder Krankenpfleger oder was gibt es alles, Elektroingenieur, alles, was es da so gibt, ich weiß gar nicht, ob Ingenieur, aber Elektriker und so weiter, das braucht alles mindestens 3 Jahre, ja, aber fürs Trading nicht bereit sein, 3 Jahre zu investieren, das kann ich nicht nachvollziehen, denn nach 3 Jahren alleine schon mit demselben Zeiteinsatz wie in deiner Ausbildung, wo du jede Woche 40 Stunden, 160 Stunden im Monat oder 170 Stunden im Monat investierst, wenn du das auf 3 Jahre lang ins Trading investierst, du kannst gar nicht bei 1.500 Euro im Monat enden. Das ist unmöglich. Nur das Ding ist, weil der Outcome nicht gewiss ist. Du weißt ja, du machst die Ausbildung, nach 3 Jahren hast du das Gehalt auf Garantie. Alles, was garantiert ist, ist Bullshit. Alles, was garantiert ist, ist einfach nicht das oder ist der Durchschnitt. Und wie der Dominik schon richtig gesagt hat, wir wollen uns ja vom Durchschnitt weg entfernen. Ich weiß nicht, ob in dem Video oder in dem zuvor, ist aber auch egal, weil wir wollen uns ja vom Durchschnitt aus weg entfernen. Deswegen, ganz, ganz wichtig, Durchhaltevermögen, gib dem Prozess einfach die Jahre, die er braucht. Scheiße, gerade einen Anruf bekommen. Kein Problem. Der Junge hat einfach einen Anruf bekommen. Anruf wichtiger als Video. Nein, Spaß. Nein, also genau das ist es. Dass die Sache ist halt, wir sind in der aktuellen Zeit halt einfach zu verwöhnt auch letztendlich, was das Thema Zeit angeht. Weil ich meine, allein schon damals, wenn wir unser Windows XP geladen haben, wenn wir unseren PC hochgefahren haben, da war das normal, dass das Ding 3-4 Minuten gedauert hat oder mit dem Internet verbunden haben. Stell dir mal vor, jetzt lädt eine Seite nicht, du drehst durch. Amazon, wenn es schon am nächsten Tag geliefert wird, denkst du dir, geht das nicht heute noch? Ja, und dann wechselst du vielleicht die App, um zu gucken, gibt es nicht doch bei Instashop irgendwie eine Möglichkeit? Wenn es erst nächste Woche geliefert wird, dann denkst du dir, Alter, wofür bin ich Prime-Member? Solche Geschichten, ne? Also
Nee, wenn irgendwas mehr als eine Woche geliefert wird, meistens bestelle ich es gar nicht. Bestellst du es nicht, ja. Nee. Und da siehst du halt, worauf wir konditioniert sind. Und das führt auch einfach dazu, dass wir den Dingen halt gar keine Zeit mehr geben wollen. Aber das führt auch wieder dazu, das machen wieder alle. Alle sind wieder darauf konditioniert, dass sie halt sagen, es muss schnell gehen, es muss einfach gehen. Aber deswegen muss dir klar sein, um das größte Stück vom Kuchen zu bekommen, was andere nicht bekommen, musst du auch bereit sein, das zu leisten, was andere nicht leisten. Und das ist eben der ganz, ganz wichtige Punkt. Deswegen, du musst einfach wirklich mal durchziehen und vor allem halt auch, du musst Konsequenzen ziehen aus deinen Lehren. Du musst nicht labern, du musst nicht krasse, inspirierende Quotes auf Instagram präsentieren, du musst dich nicht in irgendwelchen Schwurbeleien, ich hasse das Wort, Schwurbeleien irgendwie verlieren. Zieh durch, du brauchst nicht das geilste Thumbnail oder das geilste Bild bei Instagram, um irgendwie durchzukommen. Du musst deine Lehren ziehen für dich und wirklich mal durchziehen. Ja, safe. Also das große Geld oder der Erfolg, der wird halt quasi nicht vor, sondern hinter der Kamera geschrieben, unabhängig davon, in welcher Branche du unterwegs bist. Ja. Und erst recht auf Instagram. Du wirst nicht erfolgreicher, weil du auf Instagram jemandem erklärst, wie eine Trendlinie funktioniert, ja? Sondern du wirst erfolgreicher, wenn du dich an deinen Chart setzt und tausende von Trendlinien einzeichnest und darauf achtest, welche besser und weniger besser funktioniert. Deswegen, den Erfolg, den schreibst du für dich persönlich. Nicht mit der Außenwelt, du brauchst niemandem etwas zu beweisen, außer dir selbst. Und das ist auch die wichtigste Person, um die es gehen sollte. Du musst es dir selber beweisen. Du musst es dir selber wert sein. Einfach durchziehen, Durchhaltevermögen mitbringen, seinen Vater, seinen Urgroßvater und als Löwe, König, Königin, was auch immer, einfach diesem Prozess die Zeit geben, die es braucht. In dem Sinne, ich werde hier schon passiv-aggressiv. Ich wünsche euch einen geisteskranken Tag, geisteskranke Handelswoche. Dein David. Dein Dominik. Von der Wall Street Story TV. Ciao, ciao.